do? Ach so, da war auch noch Text vorher. Schade. Ich bin HP Kerkeling und spreche Panda Po im neuen Kung Fu Panda 4. Du wirst aufsteigen zum spirituellen Führer des Tals des Friedens. Innerer Frieden. Innerer Frieden. Ich muss was zu essen kriegen. Ehrlich gesagt habe ich mir gewünscht, dass es Kung Fu Panda 4 gibt. Was macht man denn als spiritueller Führer? Was hältst du in deiner Hand? Ein Keks? Ich liebe den Po. Ich spreche ihn gerne. Das funktioniert einfach nicht. Ich mag seinen Charakter. Wir können das Chamäleon besiegen. Gemeinsam. Ich mag seine Art zu denken. Zuckerschoten mit einem Sesam-Soja-Dip. Seine Art zu fühlen. Das hat mich wirklich verschluckt. Danke. Und deswegen war das purer Genuss. Der Po droht ein bisschen zu stagnieren. Er hat sich in der Rolle des Drachenkriegers eingerichtet. Es wird Zeit, dass du den nächsten Schritt auf deiner Reise gehst. Ich werde dann nicht mehr der Drachenkrieger sein? Man denkt, das ist eine rein komische Figur mit vielen Geräuschen und mit viel Pfff und was da alles dazu gehört. Aber er hat eben auch diese tiefe psychologische und philosophische Seite. Und die muss man sehr ernst nehmen, weil sonst funktioniert wiederum die Komik nicht. Was ist das für ein Ort? Die fiesesten Gauner und Verbrecher leben hier. Du bist eine gesuchte Verbrecherin? Du klingst überrascht. Ist das überraschend? Und das ist schauspielerisch eine Herausforderung. Aber da bin ich dem Tobias, dem Regisseur, sehr dankbar. Der hilft mir da immer gut durch. Skidoosh! Skidoosh war super. Gut. Lass mal stehen. Po wäre nicht Po, wenn er nicht mit einer Überraschung aufwartet. Und die ist ein ziemlicher Knaller. Ich will sie nicht verraten. Endlich hast du deinen Meister gefunden, Chamäleon. Wir beide sind uns ziemlich ähnlich, du und ich. Skidoosh. Geh zur Seite. Ich trete mir selbst in den Hintern.